Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute La und heute bin ich mal wieder für euch auf dem PTR zum Shadowlands Pre-Patch unterwegs und wir wollen uns heute einem Thema annehmen, das relativ heiß diskutiert wird. Es geht um den Berufeschaffel in Shadowlands, beziehungsweise schon bevor das Addon released wird, schon im Pre-Patch wird das ein großes Thema sein. Und da wurde jetzt im Vorfeld schon viel diskutiert, dass quasi die WoW-Economy damit zerstört wird, dass eine Rieseninflation gestartet wird. Und Blizzard hat da was gegen getan und wir wollen uns jetzt mal angucken, was hat Blizzard getan, beziehungsweise zuvor für die Leute, die es noch nicht wissen, was ist mit diesem Shuffle gemeint. Es ist so, sobald der Pre-Patch rauskommt, wird sich bei euren Berufen ein paar Sachen ändern. Und zwar können wir in den älteren Berufen, heißt in Legion und abwärts, überall Items herstellen, die nennen sich Relikte der Vergangenheit. Diese Relikte der Vergangenheit werten unsere Gear auf. Im Endeffekt haben wir ja dann jede Expansion als aktuelle Level-Expansion. Also ihr könnt in Classic von 1 auf 50 leveln, in Burning Crusade, in Wrath of the Lich King, halt in allen Expansions, auch in BFA. Und dementsprechend muss ja das Gear auch irgendwo sinnig sein, dass man da craften kann. Blizzard hat den einfachen Weg gewählt, gesagt, okay, wir lassen die Item-Level-Geschichten von dem Gear relativ flexibel und wir können diese Sachen alle upgraden. Und mit diesem Relikt der Vergangenheit können wir halt das komplette Gear upgraden. Heißt, wir können hier mit dem ersten unser Gear auf Stufe 15 upgraden oder auf Gegenstandsstufe 23, aber man braucht Minimum 15 und dann geht das halt, umso höher man die Stufe hat, umso weiter nach oben. Also hier ist schon Gegenstandsstufe 33, Gegenstandsstufe 43, Gegenstandsstufe 56 und hier mit dem letzten haben wir schon Gegenstandsstufe 87. Und 87 ist das auch, was quasi unser im Moment 400er Item Level Gear aus BFA ist. Heißt, wir können auch Classic Items herstellen, die so gut sind wie dieses 400er Item Level Gear auf dem aktuellen Server, was in BFA man mit jedem Twin kaufen kann. Und dann könnt ihr euch Classic-Sachen herstellen, Burning Crusade, Wrath of the Lich King, alles Mögliche. Ne? Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, dass man einfach diese Sachen sellt mit den Upgrades und dementsprechend aus dem AHA Gold macht. Ob das jetzt so viele kaufen, sei mal dahingestellt. Der eigentliche Shuffle ist aber, man kann mit diesen Items hier auch Vendor-Gold machen, indem man einfach das Zeug beim Vendor verkauft. Denn diese abgegradeten Items haben teilweise hohe Verkaufspreise. Ich kann euch jetzt mal hier einen Teil zeigen, den zum Beispiel WoW Head hier rausgearbeitet hat. Da gibt es den Monk Stuff Shuffle quasi. Und da gibt es einfach die Möglichkeit, dass man zum Beispiel mit einem Monk sich einen Stab im Stabgebiet von den Monks kauft, beziehungsweise man muss sich damit diese Zen-Pilgerschaft zu diesem Ding in Kanlai porten. Und dort kann man einen Stab kaufen für ein Gold irgendwas, kann den dissen, wenn der Enchantment hat dann eine Essenz und mit der Essenz und einem Holz kann man dementsprechend einen Stab bauen. Braucht keine zusätzlichen Mats. Und dann braucht man einfach so ein Upgrade-Teil und dieses abgegradete Ding kann man für 81 Gold beim Händler verkaufen. Und das könnt ihr eigentlich unendlich oft machen, solange ihr zumindest euch dieses Teil hier craften könnt. Diese Dinger haben relativ wenig Mats-Voraussetzungen. Also ihr seht hier, brauchen wir zum Beispiel 5 Leder, ne? Nur. Dementsprechend und in den anderen Expansions sind es halt auch die Grundmats, die relativ günstig sind. So. Jetzt kann sich der ein oder andere vorstellen, wenn man hergeht und diese Sachen im großen Stil herstellt, dass man sehr schnell sehr viel Gold generieren kann. Und wir reden da von Hunderttausenden von Gold, die man einfach nur über Herstellen dieser Items verdienen kann und so einfach wieder beim Händler reinhaut. Hört sich jetzt prinzipiell erstmal gut an. Das Problem an der Geschichte ist, wenn das sehr, sehr viele Leute machen, ist das Gold halt immer und immer weniger wert. Sprich, wir haben eine Inflation und das könnte für den Markt schlecht sein. Blizzard steuert ja auch mit vielen Maßnahmen schon länger dagegen, dass die Inflation so ein bisschen eingedämmt wird, wo sie dann Kosten von Sachen erhöhen, wo sie teure Items im Black Market bringen, dass wieder viel Gold aus dem Wirtschaftskreislauf des WoW rausgeht mit der AHA-Gebühr und lauter solchen Geschichten. Versuchen sie ja Gold rauszunehmen, beziehungsweise jetzt patchen sie ja auch die alten Raids wieder, dass weniger Raw Gold droppt und solche Sachen. Das sind alles Instrumente, um quasi die Goldmenge ein bisschen zu regulieren. Und auch hier haben wahrscheinlich nicht nur viele Spieler eine Gefahr gesehen, sondern auch Blizzard. Und jetzt sind sie hergegangen und haben eine Geschichte eingeführt. Und zwar, jetzt muss ich mein Berufsfenster nochmal finden. Hier auf dem PTR habe ich ja ein anderes Interface. So, da haben wir es. Sie sind dann hergegangen und haben eine Materialie eingeführt. Die ist pro Beruf anders. Und bei dieser Materialie handelt es sich eine, wo man einfach beim Händler kaufen kann.
Und die dienen einfach nur dazu, dass die Preise von den Items teurer werden. Das Leder kannst du für wenige Silber Maha kaufen. Das hier zum Beispiel auch hier in Draenor, das kannst du ja bei dem anderen Händler gegen die Garnisonsressourcen auch kaufen zum Beispiel. Und hierdurch, dass wir jetzt das Gerbersalz brauchen, und ihr seht, das kann man im Helm jetzt hier für 4 Gold kaufen. Das ist, wenn man Ruf hat, geht es auf 4 Gold runter, sonst ist es, glaube ich, 5 Gold. Ne? Also prinzipiell 5 Gold kostet das Ding. Und wir brauchen jetzt 25 Stück hier. Ja? 25 mal dieses Salz. Wenn ihr keinen Ruf habt, dann sind es 125 Gold, die ihr braucht, um einen Rang 5 Upgrade zu haben. Heißt, kein Item, das ihr herstellen könnt, hat einen höheren Händlerverkaufspreis, als alleine das Salz kosten wird. Damit hat Blizzard hat Blizzard einfach geschafft, dass ihr keinen Vendor-Shuffle durchführen könnt, der euch Gold einbringt. Selbst wenn die Mats sehr günstig im Auktionshaus sind, könnt ihr damit keinen Gewinn machen. Man kann weiterhin die Items im Auktionshaus anbieten und darüber sein Gold quasi verdienen. Und da bleibt aber die Goldmenge gleich. Also wenn ich ein Item im Auktionshaus verkaufe und von einem anderen das Gold kriegt, dann wird das Gold nicht mehr. Also ihr habt kein neues Gold generiert. Wenn ihr ein Item herstellt und beim Händler verkauft, dann habt ihr neues Gold generiert. Und das ist so der Unterschied an der Geschichte. Heißt, immense Vendor-Shuffles sind damit verhindert. Ich habe mir tatsächlich gedacht, dass Blizzard da was machen wird. Mir haben schon vor 2, 3 Monaten Leute erzählt, hey, hier hast du schon Mats aufgekauft, da kann man richtig viel Gold machen. Und ich dachte, warte mal ab, es ist Beta, dann kam es auf dem PTR, sie haben es nicht geändert. Und dachte mir, weil ich habe schon das Potenzial gesehen, dass man sehr viel Gold machen kann. Und das haben, denke ich mal, viele gesehen, beziehungsweise viele haben auch die Risiken gesehen, die ich jetzt vorhin schon aufgeführt habe. Und ja, jetzt ist Blizzard ein paar Tage vorm PTR, oder vorm, nicht PTR, ein paar Tage vorm Pre-Patch-Release hergegangen und hat einfach hier die Materialien eingeführt. Und ich muss sagen, cleverer Move eigentlich von ihnen, dass sie einfach eine zusätzliche Materialie eingeführt haben und damit ist eigentlich das Problem gelöst. Klar, wenn ich mir jetzt Level Gear bauen will, dann muss ich natürlich jetzt ein paar mehr Gold zahlen, aber wenn ich ein Item haben will und mir das auf die maximale Stufe upgraden möchte und mich das jetzt 125 Gold mehr kostet, dafür das Item an Leder fast gar nichts kostet, finde ich es okay, ja. Ich denke mal, eine viel elegantere Lösung hätte man fast nicht finden können. Also mir persönlich wäre jetzt, wenn man die Problematik nimmt, eigentlich auch keine bessere Lösung eingeführt, muss ich sagen. Gut gelöst von Blizzard. Ein bisschen schade, ich hätte gerne meinen zweiten Account genutzt, richtig Kohle gemacht, aber ich denke mal, das hätten viele von euch. Aber ihr müsst immer bedenken, wenn sehr viele Leute darüber das Gold machen, dann wird das Gold immer weniger wert und ihr habt unterm Strich habt ihr dann davon eigentlich auch relativ wenig. Ja? Das ist auch mal so ein bisschen die Problematik. Gut, das ist eigentlich die Geschichte, die ich euch hier zeigen wollte. Dass es jetzt wie der Vendor-Shuffle funktioniert und wie Blizzard dementsprechend dafür gesorgt hat, dass der nicht so gut funktionieren wird, beziehungsweise überhaupt nicht funktionieren wird, man die Items eigentlich bloß noch sinnige Maha anbieten werden kann. Und ja, mal gucken, wie viel Gold ich dann übers Aha am Verkaufen verdienen kann. Und ja, das war es eigentlich im Grunde. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euch bis zum nächsten Mal. Ciao.